Schmeißt euch in die Rennanzüge, setzt euren Helm auf und willkommen zu einer weiteren Folge von Formel 1 2017. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da und viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zurück. Wir starten heute eine Herausforderung. In der gestrigen Folge sind wir das Rennen gefahren in Kanada und sind auf Platz 4 gelandet. Und heute stehen wieder zwei Herausforderungen zur Auswahl. Einmal die Time Attack in Aserbaidschan, wo wir dann auch in der nächsten Folge das Rennwochenende starten. Oder das Rennen in den USA. Und das fahren wir mit dem 96er Williams. Mit dem sind wir schon oft gefahren. Deswegen würde ich einfach mal sagen, nehmen wir die Time Attack in Aserbaidschan. Da kann man schon mal so ein bisschen auf die Strecke vorbereiten für morgen. Und für das Rennen dann auch in Aserbaidschan. Deshalb würde ich sagen, nehmen wir einfach mal das und fahren mit dem 2002er Ferrari. Und ja, los geht's. Hallo nochmal und vielen Dank, dass Sie heute bei einem der wenigen Events in diesem Jahr mit dabei sind, die keinen Einfluss auf die Weltmeisterschaft haben. Wir können uns also alle ein wenig entspannen und dabei zusehen, wie ein paar wundervolle Oldtimer auf der Strecke so richtig Gas geben. Okay, wir haben 3 Runden Zeit oder das Rundenlimit beträgt 3 Runden und wir müssen das in 5:35 schaffen. Ja, auf geht's Leute, mal gucken wie wir es schaffen, das wird das auf jeden Fall sehr gut und auf geht's. Okay, dann wollen wir mal Leute, es geht los. Schön abbremsen hier. Ich merke die Strecke echt total, das ist meine absolute Lieblingsstrecke, warum auch immer. Weiß nicht, ich mag die irgendwie. So, 5:35 haben wir Zeit und wir haben auch noch verschiedene Boliden auf der Strecke, die wir überholen müssen. Nur die uns im Weg stehen vielmehr. Mal gucken, ob die ein Problem werden, aber es war bisher, glaube ich, nicht schlecht beim Fahren. Oh, nicht über die Curbs, das ist nicht gut mit den alten Autos. Wenn man dann da mit den Curbs, auf die Curbs kommt und dann rutscht man sehr schnell weg. Noch schneller als bei den neuen Autos. Sehr schön, das war gut. Gleich kommt die brutal enge Stelle. Mal gucken, ob ich da durchkomme, heil. So, hier schön anbremsen. Wow, das war knapp. Das war richtig knapp. Ist aber noch gut gegangen. Gerade so. Und da vorne ist der erste Wagen, der uns eventuell Probleme machen könnte. Schauen wir mal, wo wir den jetzt antreffen werden. Hier muss ich auf jeden Fall auch aufpassen bei der Kurve. Wenn man da zu spät bremst, rauscht man hier richtig in die Wand rein. Das ist dann schlecht. So, mach dich ab. Hier kommt ein roter Flitzer vorbei. Da bin ich ein bisschen gedriftet, aber so schlimm war es, glaube ich, nicht. Der Abtrieb des Wagens ist absolut genial, Alter. Da kann ich so durch die Kurven heizen, das ist unfassbar. Das kann ich mit dem Sauber auf jeden Fall nicht so machen. Sehr schön. Zweite Runde beginnt und wir haben noch 3:40 Zeit. Da vorne kommt der Kaufmann. Bei dem würde ich gerne was kaufen. Das ist der fahrende Händler. Nein, Spaß. Der ist aber echt langsam auf der Geraden. Mach dich ab, mein Freund. Wusch. So. Das war auch gut. Da haben wir den gerade noch auf der Geraden bekommen. Sonst hätte er uns hier in den Kurven wieder ordentlich Zeit gekostet. Aber das geht. Das ist auf jeden Fall so in Ordnung. Jawohl. Oh, da bin ich weggedriftet, aber es war nicht so schlimm. Bisher dato sieht es, glaube ich, ganz gut aus von der Zeit. Müssten eigentlich im Soll sein. Wow, wie... Müssten eigentlich im Soll sein, aber wir sind jetzt kaputt. Toll, ich darf nochmal anfangen. Shit! Was kannst du eigentlich? Okay, zweiter Versuch. Das war ein bisschen blöd gelaufen gerade. Ich war eigentlich richtig gut dabei. Und dann einmal weggedreht, weil ich zu viel Gas gegeben habe beim Rauschbeschleunigen. Das ist echt scheiße gewesen, Mann. Naja, egal. Wir versuchen es nochmal. Und ich hoffe, diesmal schaffe ich es besser.
Das war jetzt echt bitter. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu früh Gas gebe beim Rausbeschleunigen. Also wenn ich noch in der Kurve bin. Dann dreht man nämlich sehr schnell weg mit den Autos. Und auf die Curbs, die muss man am besten auch vermeiden. Alter, das war doof. Das war nicht gut gefahren. Schade. Jo, fast wieder weggedriftet. Das darf ich echt nicht unterschätzen, Alter. So. Hier hoch. Okay, da sind wir schon mal durch. Schön anbremsen. Jo, das hat geklappt. Und wieder weggerutscht ein bisschen. Mann, das ist echt nicht ohne. Den bekomme ich genau am selben Punkt wieder. Das heißt, wir sind ungefähr die gleiche Zeit gefahren wie auch eben im ersten Versuch. Ja, warum habe ich da eine Verwarnung bekommen? Ich habe den noch gar nicht berührt. Naja, egal. Die erste Runde ist wieder absolviert. Und jetzt kommt die zweite Runde. Ich hoffe, wir machen es diesmal besser. Der Kaufmann ist wieder hier vorne. Aber ich lasse es lieber mit dem Überholmanöver. Ich hole mir den auf der Geraden. Das ist sicherer. Und tschüss, Kaufmann. Bis bald. Oder wie wir an dem vorbeiziehen. Absoluter Wahnsinn. Der fährt, glaube ich, in dem 96er Williams. Kann das sein? Ich glaube schon. Jawohl. Das war gut. Das war richtig gut. So, hier schön rum. Vorsichtig fahren. Jawohl. Bloß nicht wieder wegdriften. Das darf nicht passieren. So, schön vorsichtig. Jo. Das war besser. Da habe ich dann kein Gas gegeben beim Lenken noch. Wow. Und schön. Sehr schön. Nummer 2 ist auch schon mal absolviert. Jedenfalls bis hierhin. Da vorne kommt wieder ein weiterer Kontrahent. Fährt der auch in den Williams? Ja, die fahren alle in den Williams. Komm ich hin? Na, ich lasse es lieber. Jo, was mache ich denn? Das war richtig doof, dass ich jetzt davor geknallt bin. Naja, wir holen uns den auf der Geraden. So. Alter, was für einen Geschwindigkeitsüberschuss wir haben. Ach du Scheiße. Wenn wir das mal so im Rennen hätten, in der Karriere. Das wäre echt nice. Wenn ich so an einem vorbeiziehen könnte. Jawohl. Gut reingekommen in die Kurve. Jetzt haben wir noch 1:40 Zeit für die letzte Runde. Ich hoffe, das schaffen wir. Mal gucken, wo wir denn rauskommen und ob es knapp wird. Ich kann das jetzt gar nicht einschätzen, wie lange wir gebraucht haben in der ersten und zweiten Runde. Jawohl, der Michalski ist vor uns. Den kennen wir ja auch schon zu Genüge aus anderen Herausforderungen. Es sind immer die gleichen Fahrer, gegen die wir fahren. Die werden auch immer eingeladen. Na komm, mach dich ab. Alter, warum fährt er mich denn? Alter, das gibt's doch nicht. Da will ich rechts vorbei und er fährt auch nach rechts, der Blödmann. Und dann bekomme ich die Verwarnung oder was? Ist ja lächerlich. Alter Schwede. Ich will rechts überholen und er fährt mir noch rechts in die Parade. So ein Drecksack. Jetzt haben wir noch knapp eine Minute Zeit. Ich hoffe, wir packen das noch. Ich hoffe, wir packen das. Wow. Ja, das war okay. Na komm schon. Noch 30 Sekunden. Oh oh, das könnte relativ knapp werden, oder? Nee, das müsste geklappt haben, Leute. Da vorne kommt gleich die Zieleinfahrt. Ja, das haben wir geschafft, Leute. Sehr schön.
Der zweite Versuch hat geklappt. Endlich. Jawohl. 10 Sekunden haben wir noch Platz gehabt. Nicht schlecht. Hübsches Rennen. Also die Strecke gefällt mir echt sehr gut. Das ist richtig schöne Strecke. Aber gut, Leute, das haben wir geschafft. Und in der nächsten Folge beginnen wir das Rennwochenende in Aserbaidschan mit unserem Sauber. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da diesmal vielleicht einen Sieg holen können. Das wäre der absolute Wahnsinn, wenn wir hier nochmal gewinnen könnten. Das wird auf jeden Fall mein Ziel sein für das Wochenende. Und damit vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao.